Was knapp, ihr Stegerin Stinker. Wir schauen uns heute die 10 seltsamsten Zufälle der Geschichte an. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir 555 Likes. Wem und falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr eine absolute Legende sein wollt. Let's go, rein da! Hallo zusammen. Das Leben bereitet manchmal erstaunliche Überraschungen, die man zuvor nicht für möglich gehalten hätte. In unserem heutigen Video haben wir für euch mehrere unglaubliche Zufälle herausgesucht, die zeigen, wie unberechenbar und sonderbar die Welt sein kann. Lasst uns loslegen. Bin gespannt, Bruder. Das war auf jeden Fall ein 100% echter Clip, der war 100% echt, also komplett echt, Mann. Check mentale Zuflucht ab, let's go. Frisch Vermählte am Strand. Amy Maiden und Nick Wheeler haben kurz vor ihrer Hochzeit beschlossen, sich alte Bilder aus dem Familienalbum von Nick gemeinsam anzuschauen. Beim Durchsehen von Kinderfotos machen sie eine unglaubliche Entdeckung. Es war ein Strandfoto, auf dem Nick zusammen mit seiner Schwester und seiner Cousine abgebildet war. Was? Das Foto wurde geschossen, als Nick zusammen mit seinen Eltern in Cornwall Urlaub gemacht hat. Ich dachte schon. Aber Amy fiel es nicht nur dadurch auf, dass ihr Bräutigam darauf zu sehen war. Und nicht einmal das lustige Sandboot, in dem er saß, war es, das ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Im Hintergrund hat sie nämlich sich selbst entdeckt. Da Was? Ist sie. Sie spielt ruhig am Strand, ohne zu ahnen, dass sich ihr künftiger Ehemann in unmittelbarer Nähe aufhält. Gott. Es stellt sich heraus, dass die Eltern von Nick im Jahr 1994 nach Mousehole gezogen sind, wo Amy aufgewachsen ist. Wie cool, Digga, Alter, die hat einfach schon... Bro, die lebt den Traum, die hat als Kind schon ihren Zukünftigen gesehen, mit dem sie für immer zusammen ist. Als Kind schon auf einem Bild sogar. Wie krass ist das? Was ist das für eine geile Story, bitte? Wenn jemand an dem Tag auf Amy und Nick zugekommen wäre und ihnen gesagt hätte, dass sie sich eines Tages verheiraten würden, hätte man denjenigen bestimmt für wahnsinnig gehalten. Aber das ist tatsächlich passiert. Die beiden begegneten sich 11 Jahre, nachdem dieses Foto entstand. Inzwischen sind sie ein Ehepaar und ihre Hochzeit fand in einer Kirche in Galway statt. Krass, Alter. Schau mal, stellt euch mal vor, ich sag zu euch jetzt, hey, eure Sitznachbarin in der Schule oder keine Ahnung, die Person, mit der ihr am besten befreundet wart in der 4. Klasse, die werdet ihr mal heiraten, so. Digga, ihr sagt auch so, ja, ja, aber auf einmal in 6 Jahren trefft ihr die wieder, ihr sagt so, hey, wo, ich kenne dich irgendwo her, wir waren zusammen in der Grundschule, bam, Alter, ihr seid Perfect Match, Alter, stell dir einfach vor. Die sich nur einen Katzensprung entfernt vom Strand befindet. Krass, Digga. Mr. Zufall. Gibt solche Zufälle und ich sitze hier und bin Single AF, Bruder, Alter, für mein Lebensende, Alter. Reporter führen oft auf Straßen diverse Umfragen durch. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zufällig auf eine Person stoßen würde, die am Ereignis beteiligt war, nachdem gefragt wird? Ein BBC-Korrespondent namens Stuart Flinders hat vor einem Merseyside Derby in Liverpool Passanten danach gefragt, ob sie sich an ein Spiel aus dem Jahr 1967 erinnern. Den Clip kenne ich, pass auf, das ist krass, den kenne ich. Als der FC Everton und der FC Liverpool in der 5. Runde des englischen Fußballwettbewerbs aufeinander getroffen sind. Ihr könnt euch die Verwunderung des Journalisten vorstellen, pass als auf. Sich eine der zu befragenden Personen als der berühmte Torwart des FC Liverpool, Tommy Lawrence, erwies. Der macht ein Interview und fragt nach einem Spiel von vor 50 Jahren oder sowas und trifft einfach den echten Keeper durch Zufall, Bro. Schau euch an, wie erfreut er ist. I'm just wondering whether you remember the Derby match in 1967 at Goodison, FA Cup, 5th round, and it was shown on a big screen at Anfield at the That's same right. time. That's right. Do you remember it? Yeah, I do, I played in it. Did you? I was goalkeeper for Liverpool. Really? Yeah. Well, that's a stroke of luck. Schau mal, wie sehr er sich freut. Can you remind me of your name? Schau mal, wie sehr er sich freut, Digga. Alter, so ein geiler Typ. Tommy Lawrence. Tommy, nice to meet you. What do you remember about it? It was a great game, yes. Alan Ball scored the winner. He did indeed. Übergeil. Yeah, Zwillinge. Digga, für ihn ist es schon mal, Bro, der hat 1967 gespielt, so Fußballer jetzt, Mbappé hier und da und sowas, der hat damals geackert, Alter, da waren wir noch nicht mal auf der Welt so und der hat nebenbei, weiß ich nicht, was weiß ich, Krieg, sonstiges hier alles miterlebt, Bro hat Fußball gespielt, hat bei Liverpool gespielt, dann auch noch krass hier irgendwas gemeistert, so wisst ihr, wie ich meine? Bro, Alter, wie sehr der sich freut, dass er jetzt nochmal als Opi drauf angesprochen wird, weil keiner kann sich daran erinnern, die Generation ist weg, so die das gesehen hat. Einmal hat man in Amerika 2 Zwillingsbrüder adoptiert. Ihre Eltern starben, als die Jungen erst ein paar Wochen alt waren. Man trennt Zwillinge eigentlich nie, aber diesmal war es anders. Ihre Adoptiveltern, ohne miteinander bekannt zu sein, gaben den Jungen denselben Namen Jim. Sie hießen also Jim Springer und Jim Lewis. Man hätte die Geschichte im Prinzip damit beenden können, es gibt ja auf der Welt unzählige Verwandte, die voneinander getrennt wurden. Aber ja. Die beiden Jims erwiesen sich als einzigartige Menschen. Jeder von ihnen ist aufgewachsen, ohne über die Existenz seines Zwillingsbruders Bescheid zu wissen. Die Ach beiden so. Haben Jura studiert und jeweils eine Frau namens Linda geheiratet. Dann haben sie sich scheiden lassen und zum 2. Mal geheiratet. Und zwar Frauen, die Betty hießen. Die beiden bekamen 2 Söhne. Glaubt ihr, das wäre alle? Warte, was? Die haben beide zuerst eine Frau geheiratet, die Linda hieß oder was das war? Und jetzt haben die sich beide wieder scheiden lassen und haben beide wieder eine geheiratet, die Betty hieß? Niemals. Es? Von wegen. Die beiden Jims haben ihre Söhne praktisch identisch genannt, nämlich James Allen und James Allen. Mit Doppel-L. Ihren Hunden gaben sie den Namen Toy. Aber die was? Liste der unglaublichen Zufälle ist auch damit noch nicht beendet. Die beiden
Menschen haben als Sheriffsgehilfen gearbeitet, dieselbe Biermarke gemocht, viel geraucht und zwar dieselbe Zigarettenmarke. Digga, das ist einfach der gleiche Mensch, nur aufgespalten. Das ist die gleiche Seele, die sich nur gespalten hat und in zwei verschiedenen Körpern ist. Alter, wie krass ist das bitte? Jeder von ihnen hat in seiner Garage eine Holzverarbeitungswerkstatt eingerichtet. Jeder fuhr einen hellblauen Chevrolet. Jim Lewis und Jim Springer haben sich am 9. Februar 1979 nach 39 Jahren Trennung zum ersten Mal getroffen. Aber wie? Diese Geschichte wurde dank dem Psychologieprofessor an der University of Minnesota, Thomas Burchard, bekannt geworden. Und Professor Burchard hat dank der Zwillingsbrüdern Fördermittel zur Untersuchung des Einflusses der Gene auf die Psyche und den Körper des Menschen erhalten. Aber wie haben die sich gefunden? Das hat mich jetzt interessiert. Weil, also irgendwie müssen die ja dann draufkommen, so, hey, ich hab einen Bruder oder hä, oder was? Irgendwer muss die doch angesprochen haben, oder? Vielleicht irgend so ein Verwandter, der mal gesagt hat, hey, wusstest du, dass du einen Bruder hast? Und dann haben die sich irgendwie wieder gefunden, so. Voraussage des Untergangs der Titanic. Im Jahr 1898, also 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic, hat der US-amerikanische Autor Morgan Robertson den Roman Futility, zu Deutsch Vergeblichkeit, geschrieben, der vom Untergang des Schiffes Titan handelt. Man könnte sagen, na und? Es sind zwei bloß ähnliche Namen. Doch die Liste der Ähnlichkeiten geht weiter. Die beiden Schiffe galten als sinksicher, hatten ähnliche technische Charakteristika, führten zu wenig Rettungsboote mit sich und sanken nach der Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik. Mehr noch, was? Titan wurde auch an der Steuerbordseite beschädigt, und zwar was? Im selben Monat, nämlich im April. Robertson ist es sogar gelungen, die Anzahl der Rettungsboote vorauszusagen. An Bord der Titanic was? Gab es 20 davon und die Titan hatte 24. Nach dem Untergang der Titanic wurde dieses Buch unter dem Titel Vergeblichkeit oder der Untergang der Titan wieder veröffentlicht. Bro, das ist creepy. Das ist creepy, Alter. Digga, wo ist der Autor? Lebt er noch? Nee, ne? Hat jemand Beweis, dass der mal wirklich gelebt hat? Bro, das war irgend so ein Außerirdischer, Alter. Der immer so die Show leben, neue Staffel 2023 geht jetzt los, Alter, die so einfach, wir sind einfach so eine große Reality-TV-Show, Alter, und der hat aus Versehen schon vorher gesagt, so aus Versehen Patzer, Alter. Komet von Mark Twain. Der Halleysche Komet zählt zu den bekanntesten Kometen überhaupt. Er kommt alle 75 bis 76 Jahre wieder und kann mit bloßem Auge beobachtet werden. In der Antike brachte man dessen Wiederkunft mit Katastrophen in Verbindung. Und auch heutzutage sind viele Menschen der Meinung, dass dieser Weltraumkörper Unglück bringen würde. Aber bislang liegt nur ein Beweis dafür vor, dass dieser Komet das Schicksal eines Menschen beeinflussen kann. Der berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat im Jahr 1909 in seiner Autobiografie Folgendes geschrieben. Ich erblickte 1835 das Licht der Welt, zusammen mit dem Halleyschen Kometen. Er kam im Jahr darauf wieder und ich denke, wir werden gemeinsam verschwinden. Wenn ich nicht gleichzeitig mit wieso dem Halleyschen Kometen... Wieso ist meine Kamera schon wieder... Hallo, wieso bin ich unscharf? Was ist denn das für ein Rotz, Alter, hier? Ich glaube, ich spinne. Was macht denn die Kamera? Kuckuck, ich bin noch da. Meine Kamera spinnt so rum. Ich glaube, ich muss meine neue Kamera. Die größte Enttäuschung meines Lebens. So kam es. Er wurde am 30. November 1835 geboren. Zwei Wochen nachdem der Komet in unmittelbarer Nähe zur Sonne aufgetaucht war. Und starb am 21. April 1910, am nächsten Tag, nachdem der Halleysche Komet im Sonnensystem wieder zu Gast war. Was? Bin nach. Okay, Digga, das ist mir aber schon too much, Alter. Das ist mir schon zu viel, Alter. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist zu viel. Das ist zu viel, Alter. Von mir aus sag, hey, der hat den auf dem Foto und hier und da check ich alles, aber Komet, jetzt bin ich raus. Warte, Musiker. Können zwei große Künstler durch Zufall Nachbarn werden? So wie es aussieht, schon. Der Barockkomponist Georg Friedrich Händel wohnte einst in London im Haus 25 Brook Street. Im Jahr 1759 ist Händel verstorben und im Jahr 1966 wurde das Nachbarhaus mit der Nummer 23 vom bekannten Musiker Kimi Hendrix und seiner Freundin Katie Etchingham bezogen. Es war ein unglaublicher Zufall. Als Hendrix von seinem berühmten Nachbarn erfuhr, kaufte er Aufnahmen von Händels Stücken. Mittlerweile sind die zwei im Zentrum von London gelegenen Häuser ein gemeinsames Museum von Händel und Hendrix. Warum denn nicht? Alter, wie seltsam. Die beiden waren ja geniale Musiker, die großen Einfluss auf die Musikszene ihrer Zeit genommen haben. Glaubt ihr irgendwie so, ich finde, das ist immer so zu komisch, das ist kein Zufall mehr, das ist so, wie wenn die da hingezogen werden, wisst ihr, wie ich meine? Alter, das klingt jetzt voll abgespaced oder sowas, wie, keine Ahnung, war das einfach so halt gewollt, dass die beide so dahin gezogen werden oder so? Ich habe keine Ahnung, Bro, Alter, aber ich finde, Zufälle, ja, gibt es, aber manche Zufälle sind keine Zufälle mehr. Das ist einfach bestimmt. Das sollte passieren und es wäre niemals anders gegangen und irgendwas hat die dazu geführt, dass die dann genau da sind und das alles so passiert und so. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann die den gleichen Lebensweg haben und was weiß ich was so. Hoover Dam.
Der Hoover Damm ist einer der größten und wohl bekanntesten Talsperren in den USA. Er wurde an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Nevada und Arizona im Black Canyon errichtet. Sein Absperrbauwerk staut den Colorado River. Es ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten. Der Bau der Talsperre wurde im Jahr 1931 begonnen und im Jahr 1936, also 2 Jahre früher als geplant, beendet. Aufgrund des damaligen Stands der Technik hätte ein derartiger groß angelegter Bau nicht umhin gekonnt, Menschenleben zu fordern. Die Bauarbeiten erfolgten unter schwierigen Bedingungen. Ein Teil davon wurde in Tunneln durchgeführt, wo die Arbeiter an einer hohen CO2-Konzentration gelitten haben. Der Arbeitgeber hat sich aber diesbezüglich dahingehend geäußert, dass alle Erkrankungen Folgen einer üblichen Pleuronomie seien und dass er deshalb keine Verantwortung dafür übernehme. Beim Bau des Hoover-Damms hat man zum ersten Mal in der Geschichte den Bauarbeitern Schutzhelme zur Verfügung gestellt, aber sie erwiesen sich als keine große Hilfe. Insgesamt sind während der Bauarbeiten 96 Menschen ums Leben gekommen. Einer der ersten von denen, die während der Umsetzung dieses Bauprojektes ihr Leben verloren haben, war der Topograf George Tierney, der am 20. Dezember 1922 bei der Suche nach einem möglichst günstigen Bauort für die Talsperre im Colorado River ertrunken. Okay, der erzählt jetzt voll viele Fakten, aber wo ist jetzt der Zufall? Also mich interessiert nur der Zufall, Digga, oder? Also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber... Und die letzte Person, die bei den Bauarbeiten für den Hoover Damm ihr Leben eingebüßt hat, war Patrick Tierney, der Sohn von George Tierney. Er starb ebenfalls am 20. Dezember. Das war so unglaublich viel drumherum, Sidewissen und sowas. Ich hab's nicht gecheckt. Okay, warte mal. Okay, wir gucken weiter, Alter. Autounfall in Ohio. Die Anzahl an Autos auf der Erde hat die Milliardengrenze längst überschritten und Autounfälle auf den Straßen sind seit geraumer Zeit keine Seltenheit mehr. Sie werden durch verschiedene Faktoren verursacht und unabhängig davon, wie schlimm ihre Folgen sind, ist jeder Verkehrsunfall inzwischen bloß Statistik. Darum dürfte die Nachricht darüber, dass 1895 im US-Bundesstaat Ohio 2 Autos zusammengestoßen sind, wohl niemanden besonders spannend erscheinen. Denn so etwas passiert da jeden Tag und zwar nicht nur in Ohio. Aber diese Geschichte hätte es nicht auf unsere heutige Liste geschafft, wenn sie nicht ein besonderes Detail beinhalten würde. Jetzt kommt bestimmt so, ey, das sind die 2 ersten Autos und die sind ineinander gekracht oder so, Digga. Es ist so, dass die Autoindustrie am Ende des 19. Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen steckte und es in ganz Ohio nur 2 Fahrzeuge gab. Ich hab's gecallt, Digga. Und ausgerechnet sie waren es, die in denselben Unfall verwickelt waren. Leider wurden damals keine Autounfälle dokumentiert, weshalb kein... Imagine, es gibt 2 Menschen, die ein Auto haben in Ohio und diese 2 Menschen schaffen es, ineinander zu fahren. Bruder, was für Goofies. Was für Goofies, Digga. Du kannst ja im ganzen Bundesstaat fahren. Was sind das für Goofies? Keine offiziellen Angaben zu diesem Vorfall überliefert sind. Digga, alter Schöne, das ist echt. Also der letzte hat mir am besten gefallen. Ich hoffe natürlich, denen ist nichts passiert, aber das war einfach nur funny, Alter. Ey Leute, das war's für heute, Mann. Unglaubliche, seltsame Zufälle. Sehr, sehr interesting, Mann. Es gibt auch so einen Zufall, wo, da gibt's so ein Bild, Alter, wo Mesut Özil, genau wo er geboren wurde, ein Typ, der genau gleich aussieht, da gestorben ist. Aber das Bild war jetzt leider nicht in dem Video drinnen, ey. Das gibt's eigentlich auch, Mann. Ne? Aber, naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Bis